Ja, Frau Navidi, die Krise in der Ukraine, sie bleibt dramatisch. Wie beeinflusst das eigentlich die amerikanischen Märkte? Es beeinflusst die Märkte hier kaum. Sie reagieren sehr gelassen. Man sieht das auch in der Vergangenheit, wenn historische Ereignisse stattgefunden haben, hat der Markt zwar durchaus einmal ausgeschlagen, hat sich dann aber relativ schnell wieder zur Normalität zurückbewegt. Jetzt sind ja schon zum Teil Sanktionen verhängt worden. Inwieweit haben die sich auf die amerikanische Wirtschaft ausgewirkt? Auch die haben kaum Auswirkungen, denn als Handelspartner spielt die Russland kaum eine Rolle für die USA. Der Handel im vergangenen Jahr betrug nur 40 Milliarden, das im Gegensatz zu einem Gesamtvolumen von 5 Billionen weltweit. Das ist also zu vernachlässigen. Jetzt ist ja in der Überlegung, neue Sanktionen zu verhängen. Vielleicht zum einen, wie könnten die aussehen und würde das dann vielleicht doch Spuren bei der amerikanischen Wirtschaft hinterlassen? Ja, bisher ist ja noch gar nicht so viel passiert. Man könnte also die Sanktionen ausweiten auf weitere Oligarchen, auf das politische Establishment, insbesondere auch auf Familienmitglieder, auch die im Ausland leben, denn viele verdienen dort ihr Geld und geben das im Ausland aus. Man könnte auch Sanktionen ausdehnen auf den Finanzsektor. Da könnte man die russische Wirtschaft sehr mit schwächen und natürlich auch mit dem Energiesektor. Aber wenn man sich den Finanz- und Energiesektor anschaut, dann könnte das auch nicht kalkulierbare Folgen wiederum in einer Rückkopplung auf Europa haben. Das ist insofern nicht ungefährlich. Was bringen diese Sanktionen überhaupt? Ja, sie bringen wahrscheinlich relativ wenig. Sie werden zwar Russland schwächen, da wird man konkrete Folgen sehen können, aber die Frage ist das, was man ja eigentlich damit erreichen will, nämlich Putin zu einer Umkehr zu bewegen. Das wird wahrscheinlich nicht eintreten. Putin wird wahrscheinlich bereit sein, dieses Opfer zu bringen. Und da muss man sich überlegen, wie weit will man gehen, auch von den USA her. Die USA möchten nicht alleine handeln, sie möchten im Schulterschluss mit Europa handeln. Da besteht auch viel Konfliktpotenzial. Aber ob sich diese Sanktionen lohnen im Vergleich zu den möglichen Folgen, die über Europa und eine globale Verlagerung der Wirtschaft dann wieder eintreten könnten. Frau Navidi, vielen Dank für das Gespräch.